Ja. Herr Lips? Geht das auch in laut? Sprich ich mit der Herr Lips? Ja. Guten Tag. Hallo, schönen Tag, Herr Puffel. Ja, hallo. Lisa Ries am Apparat, ich begrüße Sie. Ich rufe Sie von Express Trade. Wie geht's Ihnen? Ganz nett. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht. Ja, von zwei netten Callcenter-Mitarbeiterinnen, die uns die Trading-Produkte wieder näher bringen möchten. Naja, ihr habt's schon eingangs gehört, es wird heute wieder irgendwie konfus. Ich wünsche euch viel Spaß und super Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit diesen beiden neuen Telefonaten. Ja. Herr Lips? Geht das auch in laut? Sprich mit der Herr Lips? Ja. Freut mich, Sie am Apparat zu haben. Nina ist mein Name und es geht um Online-Handel, Online-Trading. Da sagt Ihnen ja bestimmt was. Nein. Okay, weil ich sehe, dass Sie haben vor ein paar Wochen Interesse gezeigt und Sie haben eine Handelskonto geöffnet. Ja, oder? Okay. Und bis jetzt, Sie haben das Handelskonto noch nicht aktiviert, so ich bin zuständig, Ihnen zu helfen, mit Ihnen ein paar Informationen zu mitteilen und das Handelskonto zu aktivieren. Irgendwie immer das gleiche Schema. Man stellt den Mitarbeitern eine Frage und die machen einfach weiter in ihrem Skript, als hätte man gar nicht geantwortet oder irgendwas in den Raum geworfen. Ja, die überhören das einfach, wenn sie nicht verstanden haben, was man da von denen wollte, und die machen dann einfach weiter, in der Hoffnung, dass man die Frage nicht nochmal stellt. So, Sie haben keine Erfahrung gemacht mit dem Trading. Sie haben nur davon recherchiert, richtig. Wo liegt denn der Unterschied zwischen Konto besitzen und aktivieren? Wo ist denn da der Unterschied? Wie bitte nochmal? Na, Sie sagten doch, ich habe ein Konto eröffnet. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem eröffneten und einem aktivierten Konto? Okay, Sie haben das geöffnet, Sie haben nur Ihre Daten gegeben, zum Beispiel Ihr Vorname, Nachname, Ihre Mailadresse, auch diese Nummer. So, mit diesen Daten, Sie haben das Handelskonto geöffnet und Sie haben das Handelskonto noch nicht aktiviert, das heißt, Sie haben nicht Geld investiert. Wenn Sie Geld investiert haben, das heißt, Sie haben das Handelskonto aktiviert und Sie arbeiten mit das Geld. Und also, das heißt, Sie sind aktiv bei der Börse. Nee, das heißt das nicht. Aktivieren kann ich einen Lichtschalter oder ein Aktimail mit meinen Abwehrkräften, aber ich kann doch kein Konto aktivieren. Ich kann ein Konto aufladen, aber nicht aktivieren. Das ist ja Quatsch. Ja, Sie haben nicht aktiviert. Ja, richtig, weil ein Konto kann man ja nicht aktivieren. Ein Konto kann man nur aufladen. Ja, richtig. Und zu öffnen und auch zu aktivieren. Nee. Das heißt, aufladen. Ja. Nein, aufladen, nicht aktivieren. Auch aktivieren. Nein. Weil wenn Sie handeln, ein Konto kann man nicht aktivieren. Moment, Herr Lips. Wenn Sie handeln, das heißt, Sie sind aktiv. Ja, das ist und ja wieder was anderes dann. Dann handle ich, aber das hat ja nichts mit dem Konto zu tun, der Handel. Okay, okay. Also an Ihrer Grammatik muss man noch ein bisschen üben, weil das ist falsch. Okay, Herr Lips. Ja. So, haben Sie gehört über den Kryptowährung, Aktien, Forex, Rohstoffe? Über was jetzt genau? Bei den Handelsinstrumenten Bitcoin, Ethereum. Ja, und Helium? Ethereum. Und Helium? Ethereum. Haben Sie kein Helium? Helium, nee. Nee? Nee. Die Handelsinstrumente. Sie haben kein Helium. Herr Lips. Ja? Verstehen Sie, was ich Ihnen gesagt habe? Nicht so richtig, nee. Sie sprechen sehr undeutlich. Okay, es geht um allgemein in der Finanzmarkt mit dem Handelsinstrumenten. Zum Beispiel, Sie haben die Möglichkeit, mit dem Kryptowährung zu handeln. Zum Beispiel von der Kryptowährung Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP und die anderes. Helium auch? Kryptowährung. Ja. Ach, jetzt auf einmal doch. Ja. Und Sie haben auch die Möglichkeit, mit dem Aktien zu handeln, mit dem Indizes, Rohstoffe, Forex. Ja. Okay, und natürlich, Sie investieren 250 € bei Ihrem Handelskonto und dann Sie arbeiten mit das Geld. Sie öffnen Trades im Kaufen und im Verkaufen. Und von dieses Trades, Sie haben die Gelegenheit, Profit zu erwirtschaften, das heißt, Geld zu verdienen. Aha, und warum heißt das so? Wie bitte? Also Geld erwirtschaften ist ja nicht automatisch Geld verdienen. Das sind ja auch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, sie haben auch mit dem automatisch zu handeln, aber am Anfang an als ein Anleger ist es besser, mit dem Berater zu handeln, nicht automatisch. Ich soll mit dem Berater handeln. Also wie viel ist denn der Berater wert? Wie viel kriegt man denn für den Berater? Den Berater ist kostenlos. Ach, der ist kostenlos. Und mit dem kann ich den einfach auf dem Markt verzocken, den Typen. Okay. Ich erkläre Ihnen kurz. Haben Sie auch irgendwie sowas wie eine Frauenquote da bei sich auf Arbeit? Nochmal bitte? Haben Sie da Ihre Frauenquote erfüllt? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Mir ist das sehr wichtig, dass die Frauenquote in Ihrem Unternehmen stimmt. Nochmal bitte? Na, die Frauenquote. Die Frauenquote? Ja, die ist ja wichtig. Meinen Sie über den Lizenz? Nee, die Frauenquote. Moment kurz. Ja. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Das, Herr Lips. Ja, aber das ist ja nicht gut, wenn Sie darüber nicht Bescheid wissen. Das kann ja dann nicht professionell sein. Normalerweise ich bin für den englischen Kunde und Sie sind eine Deutsche, so ich muss mit Ihnen auch Deutsch reden. Wenn Sie Englisch wissen, dann wir können auch Englisch sprechen. Nee. Na hübsch, haben wir wieder eine dran, die zwar eigentlich fließend oder fast fließend Deutsch sprechen kann, aber irgendwie dann doch wieder Englisch sprechen will. Ja, also ich verstehe es nicht. Die machen sich doch da irgendwie selber jedes Mal zum Klops. Tja, aber dem Anschein nach halten sie sich ja alle für professionell. Aber was ist denn jetzt mit der Frauenquote? Aber ich verstehe nicht dieses Wort, was Sie sagen. Was meinen Sie? Was das heißt? Da müssen Sie das mal googeln. Okay, können Sie das buchstabieren? Sie bitte? Was? Können Sie das buchstabieren? Na, Frauenquote. Frauenquote. Mit Q. Frauen? Ja. Quote. Okay. Moment. Ja, habe ich das gefunden. Ist das von den Anstrebezweck der Frauenquote ist die Gleichstellung von Frauen und Männern in Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur. Ja. Meinen Sie das? Ja. Ja. Und? Ja. Das ist etwas anderes hier. Ja, da müssen wir uns aber sehr wichtig drüber unterhalten. Das ist mir wichtig. Ja, das haben wir. Aber hier, Sie haben nur, wir arbeiten hier und es ist wegen nur dem Arbeit. Ja, verstehen und Sie die gesamte Arbeit. Ja, und wie hoch ist die Frauenquote bei Ihnen? Liegt die über 50%? Ja. Ja, woher wissen Sie denn das? Ah? Woher wissen Sie das denn? Weil ich arbeite hier, deswegen ich wisse das. Okay. Und der Mann, der mich da beraten soll nachher, ist der auch eine Frau? Ja, bei uns, Sie haben auch den Berater, das sind Frauen und auch Männer. Haben Sie da auch jemanden als Transgender? Weil ich würde am liebsten von einem Transgender beraten werden. Ja, Sie haben das gerne. Warum finden Sie das lustig? Nee. Ich finde das nicht lustig, dass Sie darüber lachen. Weil ich dachte, wir wollen ja ich möchte nur das ist ja nicht in Ordnung. Ich dachte, ich soll Ihr Kunde werden. Und jetzt machen Sie sich darüber lustig. Ja. Ich möchte nur mit Ihnen über den Geschäft reden. So, richtig, natürlich, wenn Sie möchten auch mit uns in Geschäft kommen, dann ich kann Ihnen weiterhelfen. Richtig. Und wenn Sie Sie haben in der Phase für 2 Wochen mit dem Minimalbetrag zu arbeiten, Sie bekommen den Berater. Ja. Natürlich, wenn Sie möchten mit einer Frau reden, dann Sie will eine Berater. BeraterInnen. Wir müssen das schon richtig gendern, wissen Sie? Ich bin nur eine Akkordmanagerin hier. Ja, und ich möchte gerne einen BeraterInnen. Ich kann nicht entschieden, ob Sie sollen einen Berater, eine Frau haben oder einen Mann. Aber das würde ich gerne vorher wissen. Weil ich am liebsten hätte ich ja einen Transgender. Ich meine, wenn es eine Frau sein muss, würde ich das auch nehmen, aber am liebsten einen Transgender. Transgender? Ja. Okay. So, dass auch wir mit meinem Vorgesetzten sprechen. Na, zumindest bekommt man die nette Mitarbeiterin ja schön unsinnig die ganze Zeit verwirrt und abgelenkt von ihrer Arbeit. Tja, sodass sie sich nicht aufs Eigentliche konzentrieren kann. Mal schauen, wie lange unsere nette Blitzbirne das ganze Spielchen hier noch mit weitertreibt. Das heißt VorgesetztInnen. Ja, die Vorgesetzten. Ja. VorgesetztInnen. Und dann... Wir müssen das schon richtig ändern. Am 11. müsste eine Kunde bei uns sein, da natürlich WNT dann was. Eine Kunde. Nee, KundInnen. KundInnen wäre richtig. KundInnen, okay. So, Herr Lips, möchten Sie das Handelskonto aktivieren? Ja, sobald Sie immer noch nicht? Sobald Sie mir versprechen können, dass ich auch einen Transgender zum Handeln bekomme? Ich kann Ihnen gar nicht versprechen. Warum nicht? Weil ich bin nur eine Marktkombination hier und ich bin zuständig, nur Ihnen zu helfen, das Handelskonto zu aktivieren. Und wer kann mir da was anderes versprechen? Was soll ich Ihnen versprechen? Na, wer kann mir das denn richtig versprechen, wenn Sie das nicht können? Dann würde ich gerne mit jemandem sprechen, der mir das versprechen kann. Okay, dann wann haben Sie noch einmal Zeit? Na jetzt, kann ja jetzt weitergereicht werden. Ja, aber jetzt jemand, das kann Ihnen alles weiterhelfen. Es ist momentan besetzt. So, wir können nicht so lange mit Ihnen. Das ist nicht schlimm. Ja, ich habe andere Termine, so ich kann nicht weiter Also Sie legen sich Termine, währenddessen Sie mit anderen Kunden telefonieren. Das ist ja witzig. Ja. Ja? Normalerweise muss auch pünktlich sein mit dem Termin. So, deswegen, ich möchte, dass Sie auch nicht mehr Zeit nehmen, weil Sie haben auch etwas mehr Fragen und Sie müssen auch versprechen zu haben bei uns und da natürlich Sie entschieden, ob Sie möchten, eine Kunde bei uns zu sein oder es nicht. Ja, das kann man ja dann auch richtig machen. Genau, nicht nur mit dem halben Arsch. Okay, perfekt. Dann Herr Lips, jetzt, ich muss weiter. So, danke für Ihre Zeit. Ich habe jetzt einen Termin. Was denn für ein Termin? Das ist persönlich, mit dem Kunde. Persönlich mit einem Kunden auf Arbeit? Das klingt aber nicht seriös. Was machen Sie denn da? Was machen Sie denn da persönlich mit Kunde? Geben Sie da Nachhilfe? Nee, ich meine, es ist persönlich. Ich muss mit Ihnen nicht weiterreden über unsere Kunden. Frauen, Frauenprobleme, also sowas wie ein Frauenarzttermin. Okay, Herr Lips, danke für das, Sie sind lustig. Weiß ich. Perfekt, dass du weißt. Okay, dann, ich wünsche Sie einen schönen Tag und wir hören uns nach einer Stunde. Sind Sie erreichbar? Ja, bestimmt. Okay, perfekt. So, bis dahin. Tschüssi. Tschüdelö. Immerhin haben sie sich mal nett verabschiedet. Die meisten von den Betrüger-Callcentern legen ja einfach nur auf, ohne noch irgendwas zu sagen. Tja, aber mit dem Gender-Thema, da haben wir sie natürlich logischerweise komplett überfordert, weil das macht ja tatsächlich auch nur Deutschland. Übrigens findet ihr Callcenter Abzocke auch auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok. Die Links dazu findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung. Hören wir mal in das zweite Telefonat, was ich euch noch mitgebracht habe. Guten Tag. Hallo, schönen Tag, Herr Puffel. Ja, hallo. Lisa Ries am Apparat, ich begrüße Sie. Ich rufe Sie von Express Trade. Wie geht's Ihnen? Ganz nett. Entschuldigung, ich bin so krank. Ich entschuldige mich. Warum sind Sie denn arbeiten, wenn Sie krank sind? Eigentlich, ich muss arbeiten. Normalerweise, ich studiere in Politikwissenschaft in Köln Universität. Aber natürlich, Leben ist sehr schwer für mich jetzt. Deswegen muss ich arbeiten, Herr Puffechen. Ach so. Ja. Ja. Herr Puffechen, eigentlich, Sie haben mit Ihrem Handynummer und E-Mail-Adresse ein Handelskonto registriert. Aber leider noch nicht aktiviert. Und Sie sind jetzt meine Liste. Deswegen rufe Sie jetzt an. Also ich würde Sie gerne behilflich sein für die Aktivierungsschritte und Einzahlungsschritte. Dann, ich bin Praktikantin hier. Wenn Sie jetzt mit mir Ihre Konto aktiviert haben, werden Sie sofort von einem professionellen und persönlichen Senior Account Manager oder Account Managerin betreut werden. Dann Sie können natürlich Ihre bestimmte Gewinnplan machen, ne? Aber ist es nicht eigentlich so, dass die Praktikanten nur den Kaffee kochen und weiß ich nicht, unterm Schreibtisch sitzen? Wie bitte? Können Sie bitte nochmal sagen? Es ist nicht normalerweise so, dass Praktikanten den Kaffee holen und unterm Schreibtisch sitzen und Sachen mit dem Chef machen. Also Besprechungen und so. Ja, also wie gesagt habe, ohne meine Erlaubnis können Sie Ihr Konto nicht aktivieren. Deswegen bin ich hier. Ja, das haben die Betrüger irgendwie alle gemeinsam. Wenn sie nicht wissen, wie es weitergeht und der Kunde hat irgendwas gesagt, was sie nicht verstehen, dann machen sie einfach weiter, so wie sie denken und beantworten das Ganze mit Ja und erzählen dann weiter. Oder überhören das Ganze und lesen einfach weiter in ihrem Skript. Das ist schon ziemlich wahnsinnig. Dass man da, also man hat da Bankberater dran, also angebliche zumindest, die einem helfen wollen. Und sobald man Fragen stellt oder irgendwas sagt, was nicht mit dem Skript übereinstimmt, sind sie schon komplett raus. Und das Gespräch verläuft eigentlich schon wieder in die falsche Richtung. Tja, also daran erkennt man wieder super, wenn man eine Frage stellt, ist man die Betrüger relativ schnell los. Also ich als Praktikantin zu sagen, ich dachte, ein Praktikant hat nichts zu sagen. Kontobetreuerin, Praktikant. Mhm. Dann, wie gesagt, habe ich sie... Haben Sie denn da auch jemanden fest eingestelltes? Ja, und mal davon ganz abgesehen, die Praktikantin, die soll uns jetzt hier beraten. Ist ja irgendwie absolut interessant. Seit wann beraten euch bei der Bank die Praktikanten? Also die, die keine Schulung bekommen haben, die eigentlich noch gar nicht wissen, wie der Hase läuft. Ein Praktikant sitzt doch eigentlich nur daneben und guckt, wie es funktioniert. Oder hilft ein bisschen als Unterstützung. Aber der Praktikant sitzt doch nicht am Telefon und unterhält sich mit den Kunden. Das ist ja abstrus. Tja, aber bei den Betrügern scheint das wohl dem Anschein nach zu funktionieren. Erstaunlich finde ich, dass das hier wahrscheinlich die Kunden nicht abschreckt, also die vermeintlichen Kunden. Also wenn mich jetzt meine Bank anrufen würde und die nette Dame würde sich als Praktikantin vorstellen und will mir dann da irgendwas verkaufen am Telefon, das würde ich schon ziemlich komisch finden. Eigentlich. Ja, dem Anschein nach scheint es ja trotzdem einfach so zu funktionieren. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass man als Mensch vielleicht auch nicht unbedingt alles mitbekommt, was die da am Telefon sagen. Weil man ist ja ohnehin mit der Situation, dass da irgendwer Fremdes anruft, erstmal ein bisschen überfordert. Man weiß ja gar nicht, was man von der Person jetzt soll oder halten soll, was das ganze Gespräch soll. Und da kriegt man wahrscheinlich einfach gar nicht mit, was da so zwischen den Zeilen gesprochen wird. Fest eingestellt. Eine Sekunde, Herr Puppelchen, eine Sekunde bitte. Jo. Entschuldigung. Mhm. Also ich werde jetzt meine Manager weiterleiten, eine Sekunde. Ja, das kannst du machen. Ja, super schön. Dann, Sie haben keine Erfahrung, ne, Herr Puppelchen, das ist das erste Mal für Sie. Mhm. Okay, ich notiere jetzt alles. Ja, jetzt, Sie können später. Hallo, schönen Tag. Ja, was ist denn da jetzt dran? Ja, also hier ist Nina Schiller von der Finanzabteilung. Wie geht's Ihnen? Ganz schnuckelig. Okay. Also, Sie haben mit meinen Kollegen gesprochen und Sie haben auf unserer Plattform ein Konto registriert. Und als Ihre Finanzmanagerin möchte ich mit Ihnen kontaktieren, ja? Ja. Mhm. Also, haben Sie keine Erfahrung vorher, ja? Ist das richtig? Ja. Okay. Und haben Sie persönliche Interesse? Was heißt das? Was meinen Sie damit? Zum Beispiel auf Bitcoin oder Ethereum oder Gold oder Silber, Öl oder andere Kryptowährungen. Ja, den Python-Coin wollte ich mal ausprobieren. Was? Den Python-Coin. Ja. Okay, ja. Ich verstehe und ich notiere das. Mhm, also. Hab ich mir gerade ausgedacht. Mhm. Ja, wieder richtig schön. Ich sag der netten Mitarbeiterin, ich will den Python-Coin haben und sie sagt, habe ich notiert. Tja, und dann antworte ich ihr, habe ich mir gerade ausgedacht. Habe ich mir wirklich gerade live ausgedacht. Und dann macht sie einfach wieder weiter. Ist wieder absolut interessant. Das zeigt einfach, dass sie gar nicht zuhören. Normalerweise ist es ja so, dass da eine Kommunikation stattfindet. Tja, aber hier ja in diesem Fall nicht, da das ein Betrugscallcenter ist. Um Kommunikation und Information geht es da eigentlich nicht. Denn das eigentliche Interesse sind nur eure Bankdaten, beziehungsweise, dass ihr Geld von euch zu denen transferiert. Mehr soll dieser ganze Anruf ja überhaupt nicht darstellen. Also, Sie können heute Ihre Investition starten, aber als erstes. Wir haben zwei Systeme auf unserer Plattform, automatisches System und manuelles System. Mhm. Also, es wäre besser, also an meine persönliche Empfehlung an Ihnen und professionelle Empfehlung an Ihnen, Sie können mit automatischem System arbeiten. Aha. Weil hier gibt es einen Robot und dieser Robot werde alles für Sie machen. Das ist ja nett. Ja, also sowas wie ein Butler. Wie? Also sowas wie ein Butler. Ja, also wie gesagt habe, für dieses System, also für dieses automatische System, wir haben auf der anderen Seite, nachdem Sie Ihr Konto mit mir aktiviert haben, ich werde Sie an unser Senior Account Manager weiterleiten. Was das bedeutet? Das bedeutet, Sie sind nicht allein auf unserer Plattform und Sie werden immer eine Unterstützung bekommen von der professionellen Senior Account Manager. Aha. Und Sie werden Ihre Investition zusammen weitermachen, ja, verfolgen. Ja. Okay, Herr Puffel, für dieser Konto, ja, Puffelchen, Entschuldigung. Für diese Investition, wir haben zwei Zahlungsmethoden. Normalerweise, wir haben als Mindestbetrag 500 Euro, aber wir haben ein Angebot, das ist nur 250 Euro. Aha, also billiger. Ja, also, das ist unser Angebot für heute. Das ist geil. Also, für diese Kontoaktivierung, für diesen Mindestbetrag, wir haben zwei Zahlungsmethoden. Entweder mit Visa-Card oder mit Mastercard. Wie würden Sie das machen? Kann man das nicht in Bitcoin einbezahlen? Haben Sie Bitcoin Vault? Nee, aber war ja nur eine Frage. Mit welcher Bitcoin Vault arbeiten Sie? Gar keine, ich habe ja nur mal gefragt. Wie? Gar keine. Ah, okay. Natürlich, Sie können per mit Bitcoin also einzahlen. Wie mache ich das? Also Sie sollen als erstes Bitcoin kaufen und dann von dieser Vault ganz einfach einzahlen. Aber meine Empfehlung, wenn Sie also Master oder Visa Card haben, wir können das so machen. Oder wenn Sie Online Banking haben für die Überweisung, Sie können das so machen. Kennen Sie sich mit Moonpay aus? Moonpay. Ja. Okay, warte kurz. Kennen Sie sich damit aus? Sie möchten mit Moonpay einzahlen, ja? Nee, ich habe ja nur gefragt, ob Sie sich damit auskennen. Nochmal? Ich hatte nur gefragt, ob Sie sich damit auskennen. Ach so, wir haben auch eine andere Option für Sie. Klarna. Welche denn? Haben Sie Klarna? Klarna. Wer ist denn das? Klarna. Wer ist denn das? Nee, wer ist denn das? Das ist die Einzahlungsmethode. Wenn Sie Klarna-Konto haben, Sie können von dieser Methode ganz einfach einzahlen. Aber ich denke, dass Sie haben kein Konto von Klarna, ja? Richtig, genau. Das haben Sie gut gedenkt. Wie würden Sie das machen? Was denn? Entweder mit Visa-Card oder mit Mastercard. Ach so. Nehmen Sie auch eine Dong-Swang-Card? Was? Eine Dong-Swang-Card? Nein. Nee. Die hat der Callcenter-Terrorist empfohlen, die Karte. Die soll besonders sicher sein. Mit welcher Methode möchten Sie das machen? Ja, ich überlege noch. Haben Sie auch PayPal? Wir arbeiten nicht mit PayPal. Oh. Banküberweisung, Sie können das machen. Ja. Wie geht das? Mit welcher Bank arbeiten Sie? Sie meinen mit welcher Bank? Sitzbank oder Stehbank oder Raiffeisenbank oder sowas meinen Sie, ja? Ich meine, von welcher Bank haben Sie ein Konto für diese Überweisung? Bei der Blutspendebank. Was? Blutspendebank. Blutspendebank? Ja, da habe ich ein Konto. Okay, warte kurz. Ja, oder in einer Datenbank. Datenbank. Ist auch eine Bank. Haben Sie kein Konto von Raiffeisen? Nee. Von Raiffeisen nicht. Von Alteisen. Verarschen Sie mich? Ja. Ich weiß. Wieso? Ja. Werden Sie öfters verarscht? Nicht. Ja, Sie wissen nicht. Und Sie machen eine Witze und so und so. Ja? Finden Sie das nicht lustig? Das Sie haben Langeweile, ja. Nee, eigentlich nicht. Die haben Langeweile. Ich putze meine Küche von oben drauf. Da macht man ja einmal im Jahr, weil das ist ja mal alles so fettig. Ja. Ich weiß, Aber werden Sie oft veralbert am Telefon? Kommt das öfters mal vor? Wie? Werden Sie öfters mal veralbert? Herr Puffel! Herr Puffel! Nein, Puffel! Nein, Puffel! Nicht Puffelchen! Puffelchen ist aber lustiger. Nein, Puffel ist besser, ja. Aber vorhin hatte ich schon den Namen Herrn Briefkasten. Manuela Puffel. Ja. Sie sind Sie sind Manuela Puffel. Manuela Puffel, ja. Ja, Manuela Puffel. Ja. Nicht Manuel Puffelchen. Weil nee, Sie verarschen mich. Ja? Ja. Herr ja. Puffelchen, Herr Puffelchen. Mhm. Ja. Herr Puffelchen, warum wollen Sie mit uns verarschen? Na, damit ich eure Zeit ein bisschen verplempern kann, damit ihr so lange keine anderen Herr Leute Puffelchen, meine Aufgabe ist, dass Sie sehr gute Dienstleistung bieten. Warum sind Sie so? Na, aber das nennt man doch nicht Dienstleistung, das nennt man Betrug. Ja, das nennt Betrug, man... warum denken Sie so? Warum denken Sie so? Wir es sind ja schon Betrug. Zwei in der Leitung, das ist ja lustig. Wo kommt denn jetzt die zweite her? Herr Puffelchen, das ist sehr respektlos eigentlich. Und ich werde jetzt Ihre Nummer alle Toilette schreiben, ne? Ja, das ist nicht schlimm. Ich habe noch ganz viele andere Telefonnummern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Mhm. Ich hoffe, bleiben Sie sehr gesund. Ja, ihr nicht. Ihr verarscht die Leute. Ich werde den ganzen Tag anrufen. Ich werde den ganzen Tag anrufen, dann meine schön. Kollegen, meine Freunde, Familie, alle. Yallah, Katar. Der absolute Wahnsinn. Tja, hier sind sie zumindest mal nicht ausfallend geworden. Kennt man ja sonst auch von den Betrüger-Callcentern, das einen dann noch ein bisschen beleidigen. Ja, aber dass das hier nicht seriös war, schon alleine, dass da zum Schluss auf einmal beide in der Leitung waren. Ich denke mal, dass die erste Mitarbeiterin einfach in der Leitung mitgeblieben ist und die zweite sich einfach nur dazugesteckt hat ans Telefon oder so ähnlich. Irgendwie so wird es schon gewesen sein. Zeigt aber auf jeden Fall, dass das mit Datenschutz hier in der Firma nichts zu tun hat und beweist definitiv, dass wir hier in keinem seriösen Callcenter gelandet sind. Der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne wieder mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mögt, abonniert gerne den Kanal. Falls ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr auch keins der neuen Videos. Am besten mit Klingelglöckchen, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Hier siehst du noch eine Playlist mit vielen weiteren Angeboten. Schau auch da gerne mal vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.